Ja, ich möchte ganz herzlich willkommen heißen zum 7. Vortrag im Rahmen unserer Renkuralesung Sourcebook mit dem Titel Geister aus Rat und Ether, Telegrafie und Wireless bei Dickens und Kipling. Mit unserem heutigen Gast, Rolf Kittler, hat ein ausgezeichneter Experte, Pionier und besonderer Liebhaber der Interdisziplinarität, den weiten Weg aus der sonnigen Wärme Santa Barbaras, wo er als Professor für deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der University of California lehrt, zu uns in den ersten winterlichen Schneeabschied genommen. Wolf Kittler nämlich forscht zur abendländischen Literatur und Philosophie, zu Recht und Militär, zu Kunst, Wissenschaft, Technik und Wissenschaft von der Antike bis zur Gegenwart und hat dazu einschlägige Bücher und zahlreiche Aufsätze veröffentlicht. Herausgreifen möchte ich zunächst einen jüngeren Aufsatz von 2011, und zwar deswegen, weil er eine thematische Brücke schlägt zur Kultur des strategischen Wissens, von der wir letzte Woche hier gehört haben, und zwar Host Nations, Karl von Clausewitz und den US Army Marine Corps Field Manual, und jetzt kommen ganz viele Zahlen. Dieser Aufsatz ist im Band Enlightened War, German Theories and Cultures of Warfare from Frederick the Great to Clausewitz veröffentlicht. Besonders hervorheben möchte ich Wolf Kittlers unverzichtbare Arbeiten zu Franz Kafka und Heinrich von Kleist. Er ist Autor von Der Turmbau zu Baden und Das Schweigen der Sirenen, über das Reden, das Schweigen, die Stimme und die Schrift in vier Texten von Franz Kafka von 1985. Und er hat gemeinsam mit Gerhard Neumann 1990 Franz Kafka Schriftverkehr und 1996 die zweibändige kritische Kafka-Ausgabe Franz Kafka Drucke zur Gegenseite herausgegeben. Aus dem Jahr 1987 wiederum ist Wolf Kittlers Buch Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie, Heinrich von Kleist und die Strategie der Befreiungskriege. Wieder mit Gerhard Neumann und Manfred Schneider hat er 1994 den Sammelband Heinrich von Kleist, Kriegsfall, Rechtsfall, Sündenfall herausgegeben. Bei meinen Recherchen über Wolf Kittler bin ich auf einen vierseitigen Spiegelartikel von Rudolf Augstein von 1988 über die Wiederkehr des Heinrich von Kleist gestoßen, in dem es heißt: Es ist ein Kleistbuch erschienen, das nun ohne Zweifel von Kleist handelt. Und das auch wie versprochen nach Quellen seiner Existenz war. Geschrieben hat es Wolf Kittler. Der potenzielle Käufer wird abgeschreckt durch den Haupttitel Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie und durch den Untertitel Heinrich von Kleist und die Strategie der Befreiungskriege. Weiter durch die Verlagsangabe Rombach Wissenschaft Reihe Literae und durch den Preis von 48 Mark. Wem es ähnlicher gehen mag, wie den potenziellen Käufern von vor 25 Jahren, wahrscheinlich nicht so sehr wegen des Preises, kann ich mit Augstein erläutern, Zitat, Kittlers abschreckende Titelzeile stimmt gleichwohl. Er hatte sich zur Aufgabe gesetzt, Kleist und das Kleistsche Werk aus deren Lebensbezügen zu erklären, auch aus den Überlieferungen der nicht eben kleinen Kleist-Familie. Und er belegt, wie sehr der Dichter die Revolutionären, die vorwiegend militärischen Umstände, die ihn gefangen hielten, in sein Werk hat einfließen lassen. Sie sehen also, dass Wolf Kittler, der an den Universitäten Erlangen, Nürnberg, Freiburg, Konstanz, München, Berlin, Cornell und Princeton gelehrt hat, seine Lektüren literarischer Texte immer wieder begleiten hat lassen von einer kulturgeschichtlichen Fragestellung. Heute nun mit Dickens und Kipling wird es nun um das Verhältnis von Sprachlichkeit und Technizität, Kommunikation und Nachrichtenübermittlung qua Geister, Äther und Treten gehen. Und ich möchte Sie nun länger warten lassen, wie die Wächter vor dem Königshaus in Argos. Zitat, jetzt soll sie kommen, die Änderung. Jetzt soll die Änderung kommen, komm. Ende meiner Mühe, komm, gute Nachricht. Zeig dich in der Finsternis, erscheine uns Feuer. Seien Sie herzlich willkommen, Rolf Kittler. Herzlichen Dank für die ausführliche und freundliche Einleitung. Da habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht.
praktische Aufstellung, was ich gegeben habe. Genützt hat es mir in meiner Karriere ja nicht besonders. Herzlichen Dank auch für die Einladung hier. Das ist so unternommen. Also Sie haben das, weiß nicht, ob aus Höflichkeit oder weil Sie es so wichtig fanden, nicht erwähnt, dass ich da schon mal einen Aufsatz in Anfang der 90er Jahre mit dem gleichen Titel veröffentlicht habe. Falls einem das aufgefallen sein sollte, kann ich versichern. Aber ich sollte hier sogar sagen, dass dieser Vortrag eine Art Widerruf darstellt. Und also damals bin ich nämlich noch wie alle Interpreten das grundsätzlich tun, davon ausgegangen, dass in der Geschichte von Dickens ein Morse-Telegraph vorkommt. Und wir werden sehen, dass das die ganze Sache natürlich, da kann man es gar nicht verstehen. Gut, also zum PowerPoint sage ich nur, es gibt ein paar Bilder, es gibt die Zitate im Original, ich lese die Übersetzung vor, und es gibt einen kleinen Film, ich weiß nicht, irgendwann rede ich dann einfach dazwischen, der läuft dann einfach so, wenn der merkt, was macht, dann läuft das irgendwie in der Folge. Ja. In der Folge dessen, was Derrida in Anspielung auf den ehrwürdigen Begriff der Ontologie, Hauntology oder Gespensterkunde genannt hat, hat sich in einer bestimmten Schule der geisteswissenschaftlichen Medientheorie eine Vorliebe für Geistererscheinungen und Gespenstergeschichten breit gemacht, deren Vertreter gelegentlich so weit gehen zu behaupten, moderne Medien seien aus dem Spiritismus hervorgegangen. Ein Separatbeispiel ist der Physiker und Chemiker William Crookes, der die Vakuumröhre erfand und außerdem Spiritist war. Das nimmt ihn ja bekanntlich auch. Wer aber die langweiligen spiritistischen Schriften dieses Autors liest, wird darin vergeblich nach Indizien suchen, die ihn zu dieser Erfindung inspiriert haben könnten. Auf die Gefahr hin, als Technodeterminist beschimpft zu werden, erlaube ich mir deshalb heute, das Argument umzukehren, indem ich versuche, zwei Geister- und Gespenstergeschichten nicht als Ursachen, sondern als Effekte von Medien oder vorsichtiger ausgedrückt, als historisch und technisch genaue Zeugnisse solcher Effekte zu lesen. Die eine dieser Geschichte, Charles Dickens Erzählung The Signal Man, spielt in der Frühzeit der von Signalsystemen und Telegrafen gesteuerten Eisenbahn. Die andere, Rudyard Kiplings Geschichte Wireless, im ersten Jahrzehnt des Radios, das damals bekanntlich noch nicht Töne, sondern nur Morse-Code übertrug. Dickens hatte auf der Rückreise von Paris am 9. Juni 1865, also ein Jahr bevor die Erzählung des Signalman erschien, selbst einen Eisenbahnunfall überlebt, bei dem es 10 Tote und 40 Verletzte gab. Ein sogenannter Gezeitenzug, also ein Zug, der nicht nach der Uhr, sondern nach der von Ebbe und Flut bestimmten Ankunft der Fähre bei Folkestone verkehrte, kam früher als erwartet bei einer im Umbau befindlichen Eisenbahnbrücke in der Nähe der Stadt Staplehurst an und konnte nicht mehr zum Stehen gebracht werden, weil der Arbeiter mit der roten Flagge, der die Baustelle absichern sollte, nicht in der vorgeschriebenen, dem Bremsweg der Züge angemessenen Entfernung aufgestellt worden war. Lok, Tender und die ersten beiden Wagen schafften es gerade noch auf die andere Seite, aber die nächsten 7 Wagen stürzten in den Fluss, der Rest blieb am anderen Ufer zurück. Das Glück wollte es, dass Dickens seine geliebte Ellen Turner und deren Mutter, die Inkognito mit ihm reisten, in einem derjenigen Wagen saßen, die vor der Erfindung kontinuierlicher Bremsen bei Auffahrunfällen als besonders gefährlich galten, nämlich ganz vorne. Also wenn der Zug irgendwo plötzlich stehend liegt, dann wurden die vordersten Wagen natürlich besonders nicht zusammengequetscht. In diesem Fall aber sind genau die vordersten Wagen eben noch relativ unversehrt erhalten geblieben. Die vordersten Wagen in diesem Fall blieben also verschont und Dickens musste, weil die Eisenbahnabteile damals noch verschlossen waren, durchs Fenster klettern, um dann den Verwundeten zu helfen. Die kurz danach publizierte Erzählung des Signal Man aber spielt auf einen anderen Unfall, nämlich den Zusammenstoß zweier Züge am 25. August 1861 in einem Tunnel bei Clayton an, den bis dahin schlimmsten Unfall auf britischen Eisenbahnen, bei dem es 23 Tote und 176 Verwundete gab. Zu dieser Zeit
wurde der Zugverkehr noch nach dem sogenannten Zeitintervallsystem geregelt. Es legte bestimmte Zeitabstände zwischen einander folgenden Zügen fest. Ausgerechnet im Clayton-Tunnel aber galt schon damals das kurz danach allgemein eingeführte Blocksystem, dass einander folgende Züge nicht durch Zeiteinheiten, sondern durch bestimmte Strecken oder Raumabschnitte voneinander trennte. Um sicherzustellen, dass jeweils nur ein Zug den Tunnel durchquerte oder sich im Tunnel befand, verfügten die an seinen beiden Enden stationierten Bahnleiter über die folgenden Instrumente: eine Uhr, eine Alarmglocke, einen Nadeltelegrafen, um sich untereinander zu verständigen, und ein Stellrad, mit dem sie ein Vorsignal betätigen konnten, das auf der freien Strecke in einem gewissen Abstand vom Tunneleingang aufgestellt war. Außerdem waren sie mit roten und weißen Flaggen ausgestattet. Der Telegrafenapparat, der normalerweise in der neutralen Mittelstellung stand, zeigte Tunnel besetzt oder Tunnel frei nur so lange an, wie der Bahnwärter einen bestimmten Hebel umgelegt hielt. Sobald ein Zug an dem Vorsignal vorbeigefahren war, stellte es sich automatisch wieder auf Halt, alarmierte aber, wenn diese mechanische Kopplung versagte, den Bahnwärter durch ein Klingelzeichen. Am Tag des Unfalls waren im Bahnhof von Brighton 3 Züge vorschriftswidrig im Abstand von insgesamt nur 7 Minuten abgefertigt worden. Der Mindestabstand zwischen 2 Zügen war 5 Minuten. Als der erste dieser Züge an dem Bahnwärter Henry Killick vorbei in den südlichen Eingang des Tunnels fuhr, versagte das Vorsignal und löste die Alarmglocke aus. Anstatt darauf sofort zu reagieren, sendete der Bahnwärter seinen Kollegen Brown am anderen Ende das telegrafische Signal Zug im Tunnel. Als er sich darauf dem Vorsignal zuwandte, um es von Fahrt auf Halt umzustellen, war der nächste Zug schon daran vorbei. Killick konnte nur noch in letzter Minute seine rote Flagge entfalten. Dann sendete er zum zweiten Mal das Signal Zug im Tunnel. Weil er nicht sicher war, ob der Führer des zweiten Zuges die rote Flagge wahrgenommen hatte, telegrafierte er seinem Kollegen die Frage: Ist Tunnel frei? Genau in diesem Augenblick kam der erste der 3 Züge am anderen Ende des Tunnels herausgeschossen. Bahnwärter Brown, der entweder die Meldung, dass ein zweiter Zug in den Tunnel eingefahren war, vergessen oder sie mit der ersten verwechselt hatte, signalisierte zurück: Tunnel frei. Daraufhin zeigte Killick dem letzten der 3 Züge die weiße Flagge, nicht ahnend, dass der Fahrer des zweiten Zuges seine rote Flagge im letzten Moment bemerkt, seinen Zug darauf in den Tunnel gestoppt hatte und eben dabei war, vorsichtig zurückzusetzen, als der letzte der 3 Züge mit Keulern auf ihn auffuhr. Unfall. Clayton. Captain H.W. Tyler, der die Ursachen des Unfalls im Auftrag der Handelskammer untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass die Hauptschuld das Personal am Bahnhof von Brighton treffe, weil es die 3 Züge in viel zu kurzen Abständen hatte abfahren lassen. Infolgedessen standen die beiden Bahnwärter plötzlich einer Abfolge von komplexen Aufgaben gegenüber, die sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden technischen Mitteln nicht in so kurzer Zeit hatten lösen können. Zumal einer von ihnen, nämlich Killick, schon über 24 Stunden im Dienst stand. Obwohl Dickens keine Einzelheiten nennt, besteht kein Zweifel, dass der erste der 3 Unfälle, die sich in der Erzählung ereignen, ein ziemlich genaues Abbild des Unfalls im Clayton-Tunnel ist. Was Dickens interessiert, ist also gerade nicht das Unfallrisiko der Reisenden, das ihm aus eigener Erfahrung nur allzu gut bekannt war. Es sind auch nicht die Einzelschicksale, wie dieses Bahnwärters Thiel in der Erzählung von Gerhard Hauptmann. Es sind vielmehr die Arbeitsbedingungen des Zugpersonals, dessen Aufgabe es ist, für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen. Also eine neue Form der Arbeit, die eine neue Klasse von Arbeitern produziert, deren Tätigkeit sich grundsätzlich von den Bedingungen der Fabrikarbeit unterscheidet, die Dickens andernorts zu eloquent beschrieben hat. Ich zitiere: Eigentliche Arbeit, Handarbeit, wird, wie es im Text heißt, von einem Bahnwärter nicht verlangt. Das Signal darzustellen, den Docht jener Öl.
Öllampe zurechtzustutzen und ab und zu diesen eisernen Hebel umzulegen. Hinzu, wahrscheinlich um dieses Vorsorgesignal umzustellen, war alles, was er an Arbeit zu verrichten hatte. Ein Proletarier im üblichen Sinn des Wortes ist der Bahnwärter also nicht, eher schon eine Art Büroangestellter, der komplexe Regeln und Zeichensysteme lernen und peinlich genau über seine Arbeit Buch führen muss. Dennoch ist er, weil er in Tag- und Nachtschichten Dienst tut, zugleich aber eine kaum je dazu vorgewesene Verantwortung tragen muss, sowohl großen körperlichen als auch schweren psychischen Belastungen ausgesetzt. Schon der Weg des Erzählers zum Arbeitsplatz des Bahnwärters im Binärcode operieren. Die zwei Stellungen des Vorsignals, die rote und die weiße Flagge und bei Nacht die rote und die weiße Lampe. Das wichtigste Medium aber ist der elektrische Telegraph mit Wählscheibe, Zifferblatt, Nadeln und der kleinen Alarmglocke. Es ist, da die Nadeln im Plural stehen, offenbar nicht der eine Nadeltelegraph, der den beiden Bahnwärtern am Clayton-Tunnel zur Verfügung stand, sondern schon das Folgemodell der von William Cook und John Lewis Ricardo gegründeten Electric Telegraph Company, also vermutlich ein Zweinadeltelegraph von der Art, wie sie an entlegenen Linien der britischen Eisenbahn noch bis in die 20er Jahre des nächsten Jahrhunderts in Gebrauch waren. Aber schließlich dann alles noch nicht durch. Morse-Telegraphen. Setzung. Das ist Cook. Also in den Büchern über Telegrafie wird Cook immer mit Winston zusammengebracht. Das ist natürlich auch berechtigt. Aber dieser Telegraph, den man da überall vorgeführt kriegt, ist ja eigentlich nur ein Prototyp, der nie richtig eingesetzt wurde. Also er wurde auf der ersten Strecke eingesetzt. Winston war Instrumentenmacher, deswegen war der nötig, aber später hat Cook natürlich dann das ganze Business übernommen. Und da sehen Sie, also das ist dieser Zweinadeltelegraph, Sie haben wirklich die zwei Hebel und oben zwei Nadeln, die das Alphabet darstellen. Hier nochmal. Das ist die Schaltung hinten, die hat mich ziemlich Zeit gekostet, die zu rekonstruieren, aber das führe ich jetzt nicht vor. Das kann ich morgen noch sagen. Neu an der, hier kommt das Alphabet und jetzt zeige ich Ihnen das mal, ich weiß nicht, das ist das ganze Alphabet, das läuft jetzt durch, wenn es Ihnen langweilig wird, kann ich auch in meinem Vortrag fortfahren, aber das läuft jetzt. Also so funktioniert der. Ne? Und unten erscheint dann immer der Buchstabe nach der Abfolge der Zeichen. Ich finde, es lohnt sich, das meinte ich in aller Ruhe. Zeichensysteme der Apparate von Wieson und Cook benutzten. Neu war vielmehr erstens die Art der Zeichen, kurz an aus, lang an aus, statt Ausschlag eine oder mehrere Nadeln nach rechts und links, wie eben bei Wieson und Cook. Ne? Ich meine, das ist ja deutlich binär kodiert. Zweitens war neu an Morse die Tatsache, dass er nicht nur ein Übertragungsmedium war, und das war für Morse eigentlich das Allerentscheidendste, sondern auch das erste telegrafische Speichermedium, also im Prinzip ein Fernschreiber. Man kennt den sogenannten Ticker, der die Zeichen des Morse-Alphabets in einen Papierstreifen einprägte, zumindest aus den Westfälen. Deshalb war Morse auch nicht besonders erfreut, als sein Assistent Alfred Weil den sogenannten Sounder, deutsch Ticker, erfand, der den Morse-Telegraphen von einem optischen in ein akustisches Medium verwandelte. Und der Witz war dabei war nicht, dass das Ding sowieso getickt hat, nur Weil hat dann also die Metallmembran da dran gemacht, dass es
verstärkt wurde, dass es lauter war. Die Erfindung setzte sich dennoch durch, weil, wie Hermann von Helmholtz nicht viel später zeigen sollte, das Ohr für kleinste zeitliche Differenzen sehr viel empfindlicher ist als das Auge, weshalb die Übertragungsgeschwindigkeit mit Hilfe des Sounders wesentlich erhöht werden konnte. Seitdem unterschieden Telegraphisten nicht mehr zwischen kurz und lang, sondern zwischen dit und da. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wenn morgen darüber geredet wird, das ist natürlich die Geschichte in Henry James' Geschichte In the Cage. Aus der Sinnenwelt der Bahnwärter zur Zeit von Dickens waren akustische Signale dagegen nahezu vollständig ausgeschlossen. Und deswegen meine ich eben, dass es sich lohnt, das mal in aller Stille anzugucken. Also akustische Signale nahezu vollständig ausgeschlossen, und zwar gerade deshalb, weil das Geräusch der vorbeifahrenden Züge so betäubend laut war, dass es die normale menschliche Sprache übertönte. Akustische Signale beschränken sich auf die bei folgenden drei Medien. Erstens, und es wird bei Dickens nicht erwähnt, aber das wurde in den englischen Eisenbahnnetzwerken ausführlich benutzt, nämlich erstens Platzpatronen, die auf den Schienen befestigt und von darüberfahrenden Zügen ausgelöst wurden, um die Lokomotivführer vor Gefahren zu warnen. Also das spielt bei Gerd Hauptmann eine gewisse Rolle. Dann zweitens natürlich das Läuten von Alarmglocken. Und drittens wenige kurze Befehle und Warnungen, die aber nicht mit normaler Stimme gesprochen werden konnten, sondern die man einander so laut wie möglich zuschreien musste. Entscheidend aber waren, wie gesagt, optische Medien. Warnlampen, Signale, der Zwei-Nadel-Telegraph und Handzeichen. Sogar die natürliche Sprache, die der Bahnwärter sich in Dickens Erzählung in seinen freien Stunden selbst beigebracht hat, kennt er, wie es im Text ausdrücklich heißt, nur vom Sehen, wenn er sich über ihre Aussprache seine eigenen guten Ideen bilden muss. Aus irgendeinem Grund war das Zitat schon vor diesem Film hier. Und ich meine, das ist nur so eine kleine Nebenbemerkung von Dickens, aber offensichtlich ist es ihm wichtig genug, also dass nochmal dass alles nur vom Sehen da abläuft, durch dieses kleine Detail besonders zu betonen. Alle die optischen Signale aber, die er zur Ausübung seines Amtes braucht, sind mit Ausnahme der feststehenden Warnlampe von Gesten des menschlichen Körpers abgeleitet. Flaggen und geschwenkte Lampen sind nichts als verlängerte und bei Dunkelheit sichtbar gemachte Arme. Signale sind künstlich vergrößerte Arme und die zwei Nadeln, oder wie man auf Deutsch sagen würde, Zeiger des Zwei-Nadel-Telegrafen, sind ferngesteuerte Arme oder Hände, die gestikulieren. Wenn aber die Sprachen, die der Bahnwärter in Dickens Erzählung gebraucht, einschließlich des Telegraphencodes, allesamt gestisch sind, dann ist es höchst bedeutsam, dass auch das Gespenst, das wie in allen guten Geistergeschichten dreimal erscheint, vermittels von Gesten kommuniziert, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Bahnwärter die Sprache dieser Gesten im Unterschied zu all den anderen Codes, die er bei der Ausbildung für seinen Beruf erlernen musste, versteht. Sie werden, mein Herr, nunmehr verstehen, sagte er, dass das, was mich so schrecklich beunruhigt, die Frage ist, was meint das Gespenst? Woher verwandt es? Worin besteht die Gefahr? Wo ist die Gefahr? Einer der besten und wirkungsvollsten Einfälle von Dickens Erzählung besteht darin, dass der fiktive Ich-Erzähler in der ersten Szene nicht nur genötigt ist, die Aufmerksamkeit des tief unten stehenden Bahnwärters durch Winken und einen lauten Zuruf, Hello, down there, below there, auf sich zu lenken, sondern auch geblendet von der tief stehenden Abendsonne seine Augen mit der Hand zu beschatten. Erst ganz am Ende wird ihm und mit ihm auch dem Leser klar, dass er damit nicht nur den wallenden Ausruf und die dazugehörende charakteristische Geste der gespenstischen Erscheinung, die den Bahnwärter heimsucht, wiederholt, sondern auch sowohl den genauen Wortlaut laut des entsetzten Aufschreis, den der Lokomotivführer am Ende ausstößt, als auch eben die Geste vorwegnimmt, mit der sich dieser den Anblick des Aufpralls seiner Maschine auf den Körper des Bahnwärters erspart. Also diese ganze Anfangsszene wiederholt sich am Ende in dem Moment, wo der Lokomotivführer den Bahnwärter überfährt.
Der Bahnwärter, das Gespenst und der Erzähler sprechen mit anderen Worten ein und dieselbe Sprache, genauer ein und dieselbe Berufssprache. Sie kommunizieren durch Gesten und laute Zurufe, genau wie der Bahnwärter mit den Lokomotivführern der vorbeifahrenden Züge. Kein Wunder, dass der Bahnwärter den Erzähler zunächst mit dem Gespenst verwechselt und ihn später anfleht, ihn bei seinem nächsten Besuch nicht wieder durch laute Zurufe und eben diese Geste zu erschrecken. Durch seine Gesten und den Zuruf Hallo da unten wird der Erzähler ein Teil des aus schnellen Zügen, Signalen, elektrischen Telegrafen und neuerdings auch aus einem Gespenst bestehenden Netzwerk, das die Welt des Bahnwärters bis zu seinem Tod bestimmt. Der Erzähler kommt nicht nur am Ende zu spät, um den Bahnwärter dazu zu überreden, zu tun, was man seit der Erfindung der Krankheit Railway Spine, jetzt auch Trauma genannt, in Fällen wie dem seinen tut, nämlich einen Psychiater aufzusuchen. Er kommt zu spät auch schon in der ersten Szene. Weil das Gespenst schon lange vor ihm da war, ist er im buchstäblichen Sinn des Wortes dessen Wieder- oder Doppelgänger, also selber ein Gespenst, allerdings nur so lange, wie er über große Entfernungen mit dem Bahnwärter kommuniziert. Sobald er dem Bahnwärter nahe kommt, tritt er diesem als ein ganz normaler menschlicher Gesprächspartner gegenüber. Er gleicht dem Gespenst mit anderen Worten also nur genau darin, dass er mit seinem Körper an die Stelle all der abwesenden anderen tritt, mit denen der Bahnwärter in intensiver und permanenter telegrafischer Verbindung steht, ohne sie jemals zu Gesicht zu bekommen. Die aus der Ferne winkende und rufende Gestalt ist, die in Dickens Erzählung wieder und wieder gelernt, erscheint an genau der Stelle, an der bis zur Erfindung der optischen und elektrischen Telegrafie an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert eine nahezu verzögerungsfreie Telekommunikation an ihre absolute Grenze stieß. Deshalb ist Hans Reichenbach nicht zuzustimmen, wenn er in der Einleitung zu einem Buch Was ist Radio schreibt. Die Telegrafie ist so alt wie die Menschheit. Der Urmensch, der seinen Arm hochhob, um mit seinem Genossen zu winken, hat telegrafiert. Und er hat damit eine Nachricht auf eine Entfernung übertragen und eben dies nennt man Telegrafie. Ja, er hat sogar drahtlos telegrafiert und dann machen sie das Argument natürlich, dass es nicht eben die gleiche Welle ist wie die Schwangewelle. Wohl wahr. Nur, dass die Telegrafie, optisch, drahtlos oder nicht, sich eben dadurch auszeichnet, dass der andere hinter dem Horizont verschwindet. Die unheimliche Erscheinung, die den Bahnwärter in seiner Einsamkeit heimsucht, spricht also nicht nur eine ebenso gestische Sprache wie sein Signal, seine Flaggen und Cooks 2-Niedel-Telegraph, sie ist der abwesende andere, den Telemedien in eine unerreichbare Ferne rücken, der andere in Gestalt einer Halluzination. Der Geist in Dings Erzählung entspringt dem Medium der Telegrafie, einem Medium, das so mächtig ist, dass der Bahnwärter, nachdem ihm die Verkörperung der gespenstlichen Erscheinung in Gestalt des Erzählers entgegengetreten ist, sich am Ende selbst telekinetisch ans andere Ende des Kanals versetzt. Den Rücken gegen die heranbrausende Lokomotive gekehrt, ist er das Spiegelbild dessen, was sein Kollege am anderen Ende des Tunnels hätte tun müssen, um ihm das Leben zu retten. Er stirbt, weil er sich selbst an die Stelle des fernen anderen setzt, die er ihn hätte retten können. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil. Kiplings Erzählung Wireless, erschienen im Jahr 1902. Also nur 3 Jahre, nachdem es Marconi gelungen war, eine Funkverbindung über den Ärmelkanal herzustellen. 2 Jahre, nachdem er das berühmte Patent 4-7 für abgestimmte oder syntonische Telegrafie erhalten hatte. Und 1 Jahr, nachdem er bewiesen hatte, dass elektromagnetische Wellen der Krümmung der Erde folgen, indem er eine Funkverbindung zwischen Poldo in Cornwall und St. John's in Neufundland, das heißt über eine Strecke von mehr als 2900 Kilometern, hergestellt hat. Ort der Handlung ist das Haus eines Apothekers in dem Ort der Pool, welches im Unterschied zu allen anderen Häusern der Stadt schon elektrifiziert ist und dessen Besitzer, ein gewisser Mr. Cashell,
seinem Neffen, dem jungen Mr. Kishaw, erlaubt hat, ein Funkexperiment durchzuführen, das zu beobachten er den Ich-Erzähler eingeladen hat. Zeit der Handlung ist die Nacht vom 20. zum 21. Januar, ein überdeterminiertes Datum, das für beide Stränge der Erzählung von Bedeutung ist. Einer dieser beiden scheinbar voneinander unabhängigen, aber insgeheim eng miteinander verknüpften Stränge ist der Versuch des jungen Mr. Kishaw, eine Funkverbindung mit einer Station in Poole, und das ist also der Ort, wo Macaulay die auch eine Stelle hatte, eine Stadt im Westen von Bournemouth an der Südküste Großbritanniens herzustellen. Die Handlung ist in die Nacht verlegt, weil Experimente bewiesen hatten, dass elektromagnetische Wellen sich am besten in der Nacht ausbreiten, wenn die Kennedy-Heaviside-Schicht, die zu der Zeit in der Kiplings Geschichte erschien, gerade erst entdeckt worden war und für die Robert Watson Watt dann im Jahr 1926 den Begriff Ionosphäre prägte, nicht unter dem Einfluss von Solareruptionen stand. Während der junge Mr. Kishaw noch mit Draht und Staniolpapier, den Bauelementen von Spulen und Kondensatoren herumfummelt, die wiederum Bauelemente von Oszillatoren sind, vertreibt sich der Erzähler die Zeit mit Mr. Shaner, dem Assistenten des Apothekers, der Nachtdienst hat und im Übrigen, wie sich bald herausstellt, schwindsichtig ist. Seltsame Dinge ereignen sich in diesem zweiten Strang der Geschichte. Ein junges Mädchen namens Fanny Brand betritt den Laden, um Mr. Shaner zu einem Spaziergang um St. Agnes herum einzuladen. Dann bemerkt der Erzähler, wie Mr. Shaner in sein Taschentuch hustet und helle rote Flecken oder, wie es in einer offensichtlichen Anspielung auf den anderen Strang der Geschichte heißt, hellrote Alarmsignale, nämlich Spuren von arteriellem Blut, Symptome der Schwindsucht auf dem weißen Laken hinterlässt. Schließlich beginnt Mr. Shaner, nachdem er einen vom Erzähler selbst aus den verschiedensten Drogen gebrauten Apothekerscocktail getrunken hat und daraufhin in eine somnambulistische Trance geraten ist, in einer Art von Écriture automatique avant la lettre Gedichte zu schreiben. Die Texte, die er produziert, während der Erzähler mit wachsendem Grauen zusieht, sind mehr oder weniger genaue Zitate aus zwei Gedichten von John Keats, beide aus dem Jahr 1918, St. Agnes Eve und Ode to a Nightingale. Agnes, deren Martyrium die katholische Kirche am 21. Januar gedenkt, ist die Heilige der Jungfernschaft. Das Gedicht von Keats ist von einem Volksglauben inspiriert, der besagt, dass ein keusches Mädchen am Abend des Tags der heiligen Agnes ihrem zukünftigen Ehemann im Traum begegnen wird. In dem ebenso obszönen wie geheimnisvollen Gedicht geht ein solcher Traum in Erfüllung. Porphyro, der Madeleine leidenschaftlich liebt, aber von ihrer Familie als Feind behandelt wird, schleicht sich in deren Schlafzimmer, versteckt sich dort in einem Schrank, wartet die Rückkehr der Geliebten ab und sieht schließlich, wie Keats es in einem kühnen, metonymischen Innuendo ausdrückt, das den Inhalt wegzaubert, indem es die Aufmerksamkeit auf das Behältnis lenkt, es sieht auf deren leeres Kleid. Nachdem Madeleine eingeschlafen ist, kommt er aus seinem Versteck hervor, braut einen pharmazeutischen Zaubertrank, weckt sie auf und gibt ihr, wie einst Faust in Bällchens Kammer, die Arznei zu trinken. Er macht sich also buchstäblich zur Inkarnation von Madelines jungfräulichen Traum. Da das am Anfang des 19. Jahrhunderts zumindest für das arme Mädchen ziemlich schlimme Folgen hätte haben können, hat sich Keats eine schöne Ausflucht ausgedacht, die beiden Liebenden vor Scham und Schande bewahrt. Nachdem der Traum aus der Nacht der heiligen Agnes nur allzu wahr für sie geworden ist, werden sie in dasselbe Märchen landen, das Keats in den letzten beiden Strophen der Ode an eine Nachtigall beschwört. Der Traum aus der Sankta Agnes-Nacht wird Wirklichkeit, Madeleine und Prospero werden Mann und Frau, aber nur, um mit Hilfe eines Drogencocktails, den der ausgebildete Apotheker Keats eine ganze Strophe widmet, aus dieser Wirklichkeit wieder in eine Traumwelt zu entfliehen. Wenn Keats Gedicht sein eigenes Leben als eine anzügliche Version des Dogmas der Jungfrauengeburt Christi gelesen werden kann,
dann passt das sehr gut zu Kiplings Erzählung Wireless. Denn schließlich meint der Begriff des Empfangs, zumindest im Deutschen, beides, die Empfängnis im Sinne der Technik und den Empfang im Sinne der Radiotechnik. Die schönste Variation auf dieses Thema ist die kurze Erzählung Radio von Kurt Schwitters, in der eine Radioansprache als der Heilige Geist fungiert, der eine internationale Menge von Hörerinnen wie in der mittelalterlichen Theorie der Jungfrauengeburt durchs Ohr befruchtet und damit zu nicht so heiligen Marien macht. In Kiplings Erzählung ist der Empfänger der Botschaft nicht eine Frau, sondern ein Mann, Mr. Shainer. Der Sender ist nicht der Heilige Geist, sondern der Geist des toten Dichters John Keats. Und das Produkt, das aus dieser Empfängnis hervorgeht, ist nicht ein Kind, sondern ein Gedicht, das aus zwei verschiedenen Gedichten von Keats zusammengestückelt ist. Das Rätselhafte aber ist, dass Mr. Shainer diesen Dichter nicht einmal zu kennen scheint und dass er dessen Texte nicht etwa zitiert, sondern sie vielmehr selbst erst zu verfassen oder genauer einschließlich von Entstehungsvarianten zu erfinden. Um dieses spiritistische Geschehen zu erklären, beruft sich der Erzähler nicht nur auf eine, sondern auf eine ganze Reihe von möglichen, mehr oder weniger wissenschaftlichen Theorien. Und das ist also dieser unglaublich verdichtete, schöne Satz hier oben. Also das ist die Reflexion des Erzählers über Shainer. Wenn er Keats gelesen hat, dann ist es der Chloräther. Wenn er ihn nicht gelesen hat, dann ist es der identische Bacillus oder die Heinrich-Herz-Welle, der Typoglose plus Fanny Graham und der Berufsstand, welcher in Konjunktion mit dem Hauptstrom des unbewussten Denkens, das der ganzen Menschheit gemeinsam ist, vorübergehend einen induzierten Keats hervorgebracht. In diesem Zitat kommen die verschiedenen Stränge der Geschichte, die bisher streng nebeneinander gelaufen sind, in äußerster Verdichtung zusammen. Der Erzähler sucht einen Grund für das abnormale Verhalten Herrn Shainers in vier verschiedenen Bereichen der zu seiner Zeit aktuellen Wissenschaft. Erster Erklärungsversuch: Das Verhalten Mr. Shainers ist eine Folge des Gebrauchs von Chloräther, dessen Potenzial als Anästhetikum James Young Simpson im Jahr 1847 entdeckt hatte. Zweite Erklärung: Der Tuberkulose-Bacillus, den Robert Koch 1882 entdeckte, hat den Zustand Mr. Shainers induziert. Dritte Erklärung: Die Erscheinung ist auf den Hauptstrom des unterbewussten Denkens, das der ganzen Menschheit gemeinsam ist, zurückzuführen. Ist also ein Fall für Psychologen. Ob das eine Anspielung auf Freud oder C.G. Jung ist, ist meiner Meinung nach nicht sehr wahrscheinlich. Also es kann da auch irgendeine englische Theorie dahinter stehen. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Vierte Erklärung: Die Ähnlichkeit von Mr. Shainers Situation mit der Biografie von John Keats. Keats war Apotheker, genau wie Mr. Shainer. Die junge Frau, in der er sich kurz vor seinem Tod verliebte, hieß Fanny Braun. Mr. Shainers Geliebte heißt Fanny Brand. Und die Szene, in der Mr. Shainer arterielles Blut spuckt, ist ein exakter Replik einer berühmten Episode, die Keats Freund und Biograf Charles Armitage Brown erzählt. Ich trat in sein Zimmer ein, als er ins Bett sprang. In dem Moment, in dem er in die kalte Bettwäsche schlüpfte, wusste er leicht und ich hörte ihn sagen: Das ist Blut aus meinem Mund. Ich ging zu ihm, er war dabei, einen einzigen Tropfen Blut auf dem Betttuch zu untersuchen. Bring mir die Kerze, Brown, und lass mich dieses Blut ansehen. Nachdem er es standhaft betrachtet hatte, sah er mir ins Gesicht mit einer Ruhe und einer Fassung, die ich nie vergessen werde, und sagte: Ich kenne die Farbe dieses Blutes, es ist arterielles Blut. Diese Farbe kann mich nicht täuschen. Dieser Tropfen Blut ist mein Todesurteil. Ich muss sterben. Ich beeilte mich, einen Arzt zu holen. Mein Freund wurde zur Ader gelassen und um 5 Uhr morgens verließ ich ihn, nachdem er schon eine Weile ruhig geschlafen hatte. Der Erzähler von Kiplings Erzählung verbindet diese Stelle mit dem Anfang der von Strophe 25 des Gedichts in Agnes Eve. Der Wintermond, der auf dieses Fenster schien, warf warmes Rot auf Madelines volle Brüste und so weiter. Das Wort Ghouls, das da verwendet wird, wenn Sie das eingeben auf Google, dann erscheint sofort ein Agnes Eve. Das Wort Ghouls, das von dem französischen und mittelenglischen Wort Ghoul
Fuchsschnoder abgeleitet ist und auf Lateinisch Gula Gurgel zurückgeht, steht für die Farbe Rot in der Heraldik, passt also zu der Erkrankung dessen, der diese Zeilen schrieb. Das Blut auf Mannheims Brust ist so makaber, das klingt, der Bluthusten des an Tuberkulose erkrankten John Keats in Kiplings Lektüre. Die fünfte und letzte Erklärung, die der Erzähler erwägt, bezieht sich auf die Technik, mit der sich Mr. Cashel im Hintergrund herumschlägt, während Mr. Shaler die Gedichte von Keats reproduziert. Funkwellen oder, um den englischen Fachausdruck zu zitieren, Hertzian Waves, die Träger des Mediums, das erst drahtlose Telegrafie, später Sprechfunk und schließlich Radio hieß, wurden von James Clerk Maxwell schon im Jahr 1865, also fast zwei Jahrzehnte, bevor es Hertz gelang, 1867 gelang, ihre Wirkung vor Augen und Ohren zu führen, aus rein rechnerischen Gründen postuliert. Im Jahr 1902, in dem Kiplings Erzählung erschien, nahm man noch an, dass sich diese Wellen durch ein Fluidum, den sogenannten Äther, und nicht, wie Einstein nur drei Jahre später bewies, durch den leeren Raum ausbreiten. Wir sehen natürlich, dass mit dem Chloräther da auch dieser Doppelsinn angespielt ist. Und Induktion, der Terminus für das Entstehen eines elektrischen Feldes durch Änderung der magnetischen Flussdichte, spielte in der Frühzeit von Marconis Experiment, zum Beispiel in dem 4-7er Patent, eine zentrale Rolle. Da komme ich noch drauf zurück. Kiplings Darstellung der technischen Bedingungen von Mr. Cashels Versuch, eine drahtlose Verbindung zu der Station Pur herzustellen, ist also bemerkenswert. Genau. In der Frühzeit der drahtlosen Telegrafie war es schon ein Triumph, wenn es überhaupt gelang, ein Signal zu übertragen. An Tonfunk war nicht zu denken, es war schon viel, wenn das An-Aus des Morse-Codes deutlich rüberkam. Aber 1902 hatte sich, gerade weil seine Firma so erfolgreich war, weil die Firma von Marconi so erfolgreich war, ein neues, schwieriges Problem ergeben. Seit so viele Sendestationen nicht nur an Land, sondern auch und vor allem an Bord der größeren Schiffe der British Royal Navy eingerichtet worden waren, war der Äther von so vielen einander kreuzenden und sich gegenseitig überlagernden Nachrichten erfüllt, dass es kaum noch möglich war, die Empfänger auf einen bestimmten Sender abzustimmen. Es war, wie auf einer lauten Party, schwer, einen bestimmten Kanal auszuwählen. Eine grundsätzliche Lösung des Problems hatte schon der Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell, formuliert, als er im Jahr 1870 vorschlug, Morse-Telegrafenkanäle durch Frequenzmultiplex zu optimieren. Bell, der mit Hermann von Helmholtz das Lehre von den Tonempfindungen als Grundlage für die Theorie der Musik 1862 vertraut war und daran gelernt hatte, dass das Ohr einen feinen Sinn für die Fourier-Analyse hat, geht von Bells Telegraph-Sounder aus, wenn er schreibt, anstatt die Dits und Das auf Papier aufzuzeichnen, anstatt die Dits und Das auf Papier aufzuzeichnen, hatten die Telegraphisten die Gewohnheit, auf die Dauer des Klickens der Instrumente zu achten und waren auf diese Weise in der Lage, die verschiedenen Signale mit dem Ohr zu unterscheiden. Mir fiel dazu ein, dass man in ähnlicher Weise die Dits und Das des Telegraphencodes durch einen musikalischen Ton darstellen könnte. Bell schlug vor, anstelle von Wales Sounder sogenannte Stimmgabelklaviere zu benutzen. Das Stimmgabelklavier, das wurde Ende des 18. Jahrhunderts erfunden und dann im 19. Jahrhundert auch noch verbessert. Also er schlug vor, dass dieses Instrument für Morse-Telegrafenübertragungen zu verwenden und fuhr fort. Es schien mir, dass man auf diese Weise gleichzeitig eine Anzahl verschiedener telegrafischer Nachrichten von einem Stimmgabelklavier zum anderen Ende des Schaltkreises senden könnte, wobei jeder der Telegraphisten für einen anderen Ton zuständig wäre. Diese Nachrichten würden dann von Telegraphisten an dem entfernten Klavier gelesen werden, wobei jeder der Telegraphisten auf der Seite des Empfangs auf einen bestimmten Ton zu hören und alle anderen zu ignorieren hätte. Auf diese Weise könnte man gleichzeitig eine Anzahl von Nachrichten über eine einzige Drahtverbindung übertragen
wobei diese Zahl bestimmt würde von den Feinheiten, von der Feinheit des Ohrs der Hörer. Also wenn die ganz feine Ohren haben, ziemlich große Zahl. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war man gerade dabei zu erkunden, wie man die drahtlose Telegrafie Frequenz multiplexen könne. Solange es nicht gelungen war, Funkgeräte auf bestimmte Wellenlängen abzustimmen, konnten mehrere Sender nicht gleichzeitig innerhalb eines bestimmten räumlichen Gebietes operieren, ohne miteinander zu interferieren. Ich zitiere aus dem exzellenten Buch Wireless von Marconi's Black Box to the Audion von Zufrock Hong. Physiker und Ingenieure begannen sich darüber zu einigen, dass der Hauptgrund dafür darin lag, also an diesem Problem, dass die Geräte von Hertz und Marconi sehr stark gedämpfte Wellen produzierten. Obwohl die Meinungen darüber, was die Gründe für diese Dämpfung waren, am Anfang auseinandergingen, beschloss man schließlich, dass eine stark gedämpfte Welle physikalisch und mathematisch als eine Überlagerung vieler verschiedener Wellen aufgefasst werden könne. Jede mit ihrer eigenen Frequenz. In der Tat wird ja der Fourier-Analyse zufolge eine Welle umso schneller gedämpft, je breiter ihr Frequenzbereich ist. Diese Mehrfachresonanz galt als eines der schwierigsten Probleme der Physik nach Hertz. Je homogener oder kontinuierlicher, wie die Ingenieure dieser Zeit es beschrieben, umso enger der Frequenzbereich. Um also gute Syntonie, das heißt Abstimmung auf eine Resonanzfrequenz zu erreichen, musste man homogene oder kontinuierliche Wellen erzeugen oder zumindest nahe daran kommen zu erzeugen. Es war nicht möglich, kontinuierliche Wellen mit Hilfe von Funkstreckensendern zu erzeugen, aber es gab ein Verfahren, Dämpfung zu verringern. Marconis Lösung des Problems war seine sogenannte Vierkreisschaltung, und das ist eben das Patent 4-7. Und hier haben Sie die Schaltung, das ist natürlich eine ganz einfache Schaltung, das sind zwei Schwingkreise an die Antenne angekoppelt, also DE und AB, jeweils der Kondensator und die Spule der Schwingkreise. Und die beiden Schwingkreise sind, wie Sie sehen, induktiv gekoppelt. Also besteht aus zwei Schwingkreise, auch natürlich auf der Seite des Empfängers und des Senders, deswegen hieß sie Vierkreisschaltung. Und die erzeugen natürlich relativ kontinuierliche Wellen und erlauben also eine starke Resonanz zwischen Sender und Empfänger. Der entscheidende Satz aus Marconis Patent lautet: Um die zweite der eingangs erwähnten Voraussetzungen einer hohen Leistung zu erfüllen, müssen nicht nur Geber und Empfänger gleichgestimmt synchron sein, sondern es müssen auch sowohl an der Gebe- als auch an der Empfangsstelle die primäre und sekundäre Leistung des Umformers gleichgestimmt sein, das gibt es eben auch in diesem Transformator, indem das Produkt von Selbstinduktion und Kapazität für die vier in Betracht kommenden Leistungen denselben Wert hat. In einem öffentlichen Vortrag, den er 1903 vor der Royal Institution hielt und der den Titel trug Elektrische Resonanz und drahtlose Telegrafie, behauptete der Ingenieur John Ambrose Fleming, dass Marconis Patent 7777 die Bedingungen schaffe, um mehr oder weniger kontinuierliche Wellenzüge auszustrahlen. Um sein Argument zu bekräftigen, schlug Fleming vor, während eines öffentlichen Vortrags an der Royal Institution einen Empfänger für drahtlose Telegrafie nur auf Nachrichten von einem Marconi-Sender in Chelmsford abzustimmen und eben also zu beweisen, dass da keine anderen Störsender reinkommen. Es lohnt sich, den Augenzeugenbericht von Arthur Block, einem der Assistenten Flemings, ausführlich zu zitieren über dieses Ereignis. Ein Angestellter natürlich wartete am Morse-Drucker. Und während ich damit beschäftigt war, die verschiedenen Experimente vorzuführen, hörte ich ein richtig gehendes Ticken in der Bogenlampe, der edlen Messingprojektorlampe, die dieses Theater wie einen leeren Leuchtturm zu beherrschen pflegte. Das muss man ja vielleicht noch kurz dazu erwähnen, deswegen heißt es ja auch Funken.
Ne? Also das Radio ist ja eigentlich aus der Lichttechnik hervorgegangen, nämlich aus der Bogenlampe. Und die Bogenlampe, die jetzt da leuchtet, empfängt eben Morsecode jetzt. Also und man hört das, kann das hören, dass das eben tickt. Es war klar, dass die Signale von dem Bogen aufgefangen wurden und wir nahmen an, dass die Leute in Chelmsford dabei waren, letzte Abstimmungen vorzunehmen. Also es ist ein bisschen zu früh, ne, vor dem vereinbarten Zeitraum. Aber als ich deutlich das erstaunliche Wort Ratten in Morsebusch buchstabiert hörte, bekam die Sache ein anderes Gesicht. Und als dieses irrelevante Wort wiederholt wurde, trat Furcht an die Stelle des Verdachtes. Der Mann am Drucker knipste sein Gerät an und die Uhrzeiger bewegten sich unerbittlich auf die Minute zu, in der die Nachricht von Chelmsford durchkommen sollte. Es blieb nur noch eine kurze Zeit übrig und die Ratten auf dem Papierstreifen machten auf unglaubliche Weise einen fantastischen Knittelvers Platz, der, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr so ging. There was a young fellow of Italy who diddled the public quite prettily. Ein paar weitere Zeilen aus Sweet vervollständigten den Vers und Shakespeare-Zitate kamen ebenfalls durch. Offensichtlich war, ach da ist ein bisschen, ich etwas früher gezeigt, sondern da sehen Sie den Vers, der da so durchgesendet wurde. Offensichtlich war es etwas schief gelaufen. War es ein Schabernack oder waren Sie in Chelmsford besoffen? Oder war es gar wissenschaftliche Sabotage? Flemings Taubheit umgab ihn mit barmherziger Selbstvergessenheit und er fuhr in aller Ruhe in seinem Vortrag fort und fort. Und die Zeiger der Uhr bewegten sich mit ebenso in demselben Gleichmut weiter, während ich mit wildgeteilter Aufmerksamkeit im Publikum herumschaute, um zu sehen, ob andere diese erstaunlichen Botschaften auch wahrgenommen hatten. Alles schien in Ordnung, Zeugnis für den Zauber von Flemings Vortrag, bis mein gequältes Auge ein Gesicht voll von übernatürlicher Unschuld entdeckte und das Geheimnis gelöst war. Das Gesicht gehörte einem Mann, Dr. Horace Mander, der, wie ich wusste, an einigen der wissenschaftlichen Arbeiten des verstorbenen Neville Maskelyne, einem der erbittersten Feinde Marconis, mitgearbeitet hatte. Die Geschichte nahm ein glückliches Ende, zumindest was den Vortrag anbelangte. Ein Bruchteil von Sekunden vor dem vorher ausgemachten Chelmsford-Moment brachen die herumstreunenden Signale ab, und mit so viel Kaltblütigkeit, als ich nur aufbringen konnte, riss ich den Papierstreifen mit den lächerlichen Dits und Das ab und steckte ihn in meine Tasche. Die Nachricht aus Chelmsford folgte unmittelbar darauf, und Flemings Glücksstern hatte sich inmitten von ahnungslosem Applaus bis zum Schluss bewährt. In Kiplings Erzählung passiert genau das gleiche peinliche Ereignis, dass Fleming bei seinem Vortrag nur durch einen glücklichen Zufall erspart geblieben war. Und hier also jetzt wieder aus der Erzählung. Das Morse-Instrument war wild am Ticken. Mr. Cashel interpretierte, KKV kann keinen Sinn in ihren Signalen finden. Eine Pause. MMV, Signale unverständlich, beabsichtigte in Sandown Bay vor einen Anker zu gehen, werde morgen Instrumente prüfen. Wissen Sie, was das heißt? Es handelt sich um ein paar Kriegsschiffe, die Marconi-Signale von der Isle of Wight absetzen. Sie versuchen miteinander zu sprechen. Keiner kann die Nachrichten des anderen lesen, aber ihre Botschaften werden von unseren Empfängern hier aufgefangen. Sie sind schon eine ganze Weile dran. Ich wünschte, Sie hätten es gehört. Wie schön, sagte ich. Wollen Sie sagen, dass wir mithören, wie Schiffe aus Portsmouth versuchen miteinander zu sprechen, dass wir sie über halb Südengland hinweg belauschen? Genau das, Ihre Sender sind in Ordnung, aber Ihre Empfänger sind nicht in Ordnung. Deshalb empfangen Sie nur ein Dit hier und ein Da dort. Nichts ist klar. Warum ist das so? Weiß Gott, und die Wissenschaft wird es morgen wissen. Vielleicht kommt keine Induktion zustande, vielleicht sind die Empfänger nicht dazu abgestimmt, genau die Anzahl von Schwingungen zu empfangen, die das Übertragungsgerät sendet. Nur hier und da ein Wort, gerade genug, um einen Tantalusqualen auszusetzen. Anstatt Signale von dem Sender pur zu empfangen, wie er es beabsichtigt hatte, fängt Mr. Cashel Nachrichten von Kriegsschiffen auf, deren Telegrafisten ihrerseits vergeblich versuchen,
ihre Empfänger so fein abzustimmen, dass sie keine anderen Signale als die der Sender auffangen, mit denen sie in Funkverbindung treten möchten. Um die Metapher der Lautenparty noch einmal zu bemühen, es ist, als ob sie, statt der bedeutenden Persönlichkeit zuzuhören, die sie in ein Gespräch verwickeln wollten, gezwungen wären, an der Konversation zweier völlig unwichtiger Personen am anderen Ende des Raumes teilzunehmen. Während Mr. Kescher immer noch verzweifelt darum kämpft, endlich eine Funkverbindung zum Sender Pool herzustellen, hat der Erzähler selbst schon ein äußerst erfolgreiches Experiment durchgeführt, das die Frage, ob Mr. Shayner ein induzierter Kiez ist oder nicht, ein für alle Mal beantwortet. Nachdem dieser von dem Gedicht St. Agnes Eve zu den letzten Zeilen der zweitletzten Strophe der Ode an eine Nachtigall umgeschaltet hat, gesteht der Erzähler: Meine Kehle wurde trocken, aber ich traute mich nicht zu schlucken, um nicht den Zauber zu brechen, das ihn näher und näher dem hohen Pegelstand brachte, den nur zwei Söhne Adams jemals erreicht haben. Bedenken Sie, dass es unter all den Millionen, die einen Anspruch darauf haben, nur fünf kleine Zeilen gibt, von denen man sagen kann, das sind die reine Magie, die sind die klare Vision, der Rest ist nur Dichtung. Und Mr. Shayner spielte heiß-kalt in zwei von eben diesen Zeilen. Ich gelobte, dass keiner meiner unbewussten Gedanken die mit verbundenen Augen herumtappende Seele beeinflussen solle, und nagelte mich selbst verzweifelt an den anderen drei dieser Zeilen fest, indem ich wieder und wieder wiederholte: A savage spot as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover. Mit diesem Trick stellt der Erzähler eine Hypothese auf die Probe. Ist es meine Kenntnis der Gedichte von Keats, die auf dem Weg einer telepathischen Übertragung in den Geist Mr. Shayners hineingesendet werden? Denn wenn das der Fall wäre, dann müsste Mr. Shayner jetzt auch meinem Gedankengang folgen. Er müsste seine Aufmerksamkeit von meinen Lieblingszeilen aus der Ode an eine Nachtigall abziehen und auf die anderen drei Zeilen richten, die für mich, wie es im Text heißt, die reine Magie sind, nämlich auf die Zeilen 14 bis 16 von Samuel Coleridge's Gedicht Kublai Khan. Also das ist ein Kitz hier. Aber anstatt das Signal, das der Erzähler versucht auszusenden, aufzufangen, bleibt Mr. Shayner standhaft auf John Keats abgestellt. Aber während ich meinen Geist so beschäftigt glaubte, also er denkt die ganze Zeit jetzt an Coleridge's Kublai Khan, der Erzähler, ne? Hingen all meine Sinne an der Schrift unter der trockenen, knochigen von Chemikalien und Zigarettenrauch ganz braunen Fingern. Our windows fronting on a dangerous foam, our open casements facing desolate seas, forlorn, forlorn. Es ist, als dichte Mr. Shayner den berühmten Übergang von der vorletzten zur letzten Strophe der Ode an eine Nachtigall. Noch einmal. Und die das kennen, die werden bemerken, dass es Varianten hat. Es ist nicht ganz wörtlich. Also wieder reproduziert von Shayner. Deshalb weicht seine Version leicht von dem Original ab, wo es heißt: The same that oft times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas and fair lands forlorn. Letzte Seite. Lange bevor es Mr. Kescher im Hinterhaus gelungen war, seinen Empfänger so abzustimmen, dass er ausschließlich die Signale des Senders Pool und nicht noch alle möglichen Interferenzen von anderen Sendern empfängt, hat Mr. Shayner schon eine perfekte Senderauswahl getroffen. Anders als Mr. Kescher bleibt er einzig und allein gestimmt auf die Wellenlänge eines toten Dichters, wird also nicht gestört durch Interferenzen von anderen Wellenlängen, wie zum Beispiel von der Welle Coleridge. Weil er das schwierige Problem der Radiotechnik seiner Zeit gelöst hat, empfängt er nicht nur ein gelegentliches Dit oder Da, sondern bemerkenswert klare und ungestörte Nachrichten, allerdings mit dem Unterschied, dass er statt über große Entfernungen und mit einer kleinen Verzögerung die Dimension sowohl der Zeit als auch des Raums verlässt, indem er Nachrichten von einem toten Dichter, also von jenseits des Grabes, empfängt.
Das Gespenst oder der Geist der Geschichte ist also genau wie der Erzähler von Dickens, der Geist der Technik selbst. Nicht mehr als 11 Jahre später, nämlich im Jahr 1913, aber hatten auch die Techniker das Problem gelöst, dem der Radioamateur Mr. Cashell so hilflos gegenüberstand und das für Mr. Shainer, das spiritistische Medium, kein Problem war. Der Super Heterodyne-Empfänger Schaltkreis Edwin Armstrongs, der feinste Senderauswahl erstmals möglich machte, war die Bedingung der Möglichkeit des Sprechfunks. Das zeige ich Ihnen jetzt nur noch.